herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video von uns. Und diesmal gibt es von uns wieder eine Top 10. Und zwar diesmal, wie ihr ja schon gelesen habt, And the Oscar Goes To. Dieses Video, diese Top 10-Liste, ist nicht zu verwechseln mit dem Tag, der vor einigen Wochen hier rumgeht und ging und ab und zu mal jetzt auch wieder auftaucht. Dem Bookish Academy Award Tag, glaube ich, heißt der. Dieses Konzept ist ein bisschen anders. Es geht also nicht darum, in den verschiedenen Kategorien für ein Buch einen Oscar zu verleihen, sondern eben, wir zählen in dieser Top-10-Liste auf Bücher, beziehungsweise halt Geschichten, die mal Bücher, ja, die verfilmt worden sind und für das Drehbuch oder auf die eine oder andere Weise einen Oscar gewonnen hat. Platz Nummer 10 geht an Vom Winde verweht, Gone with the Wind von Margaret Mitchell. Ja, ein typischer Frauenroman. Ja, ein typischer Frauenliebe-Schnulz-Roman, wie ich es eigentlich nicht lese. Ich muss gestehen, ich habe es irgendwann von meiner Mutter mal, also das Buch von meiner Mutter geschnappt und den Anfang gelesen. Margaret Mitchell hat diesen Roman 1936 geschrieben und es wurde gleich zu Beginn mehrere Millionen Mal verkauft. Insgesamt heute 30 Millionen Mal. Es geht um Scarlett O'Hara, damals 16 Jahre alt. Die ist ziemlich verliebt in Ashley und sagt ihm das auch und er soll sie heiraten, aber Ashley ist schon seiner Cousine versprochen und die heiraten dann im Endeffekt auch und Scarlett heiratet den Bruder der Cousine von vorhin quasi, ja. Ja, und die heiraten halt und kriegen Kinder und so, aber da ist auch immer noch der geheimnisvolle Red. Auf Platz Nummer 9 haben wir den Film The Descendants, welcher mit George Clooney verfilmt wurde. In dieser Geschichte geht es darum, dass die Frau von Matt King nach einem Bootsunfall im Koma liegt und er von dem Arzt gesagt bekommt, dass keine Hoffnung mehr besteht und die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden müssen. Und 2011 hat dieser Film einen Oscar bekommen. Auf Platz Nummer 8. ja, ein sehr aktueller Film, auch ein sehr aktueller Oscar-Film. Und zwar geht es um 12 Years a Slave. Und zwar von Solomon, ich muss es ablesen, Solomon Northup. Solomon Northup. Schwieriger Name. Von dieses Buch wurde erstmals geschrieben 1853. Ihr müsst euch das mal reinziehen. 1853. Und sind Solomons Memoiren. All das hat er wirklich erlebt. Es geht darum, dass er in New York in Freiheit geboren wurde. Dann aber, ich weiß gar nicht warum, dann entführt wurde und in die Sklaverei verkauft wurde. Und ja, dann geriet dieses Buch lange, lange, lange in Vergessenheit und wurde erst 1968 neu aufgelegt. Und 2013, wie ihr ja wisst, bekam er einen Oscar für den besten Film. Kommen wir nun zu Platz 7 und zwar ist das Schindlers Liste, das von Thomas Kennelly geschrieben wurde und 1993 von Steven Spielberg verfilmt wurde. In dem Roman geht es darum, dass um den gleichnamigen Oskar Schindler, also der jedenfalls in einem Judenghetto eine Fabrik betreibt und dort auch nur jüdische Angestellte hat. Und während des Zweiten Weltkriegs, wo die Juden deportiert wurde, hat er sich halt schützend vor die gestellt, halt mit der Feststellung in der Fabrik. Hat auch im selben Jahr, als der Film erschien, einen Oscar bekommen. Platz Nummer 6 geht an Wer die Nachtigall stört, To Kill a Mockingbird von Harper Lee. In diesem Buch geht es vordergründig um Rassismus. Wir haben Atticus in diesem Roman als Hauptfigur quasi. Er ist Anwalt und lebt mit seiner Familie eben in den USA und wird eines Tages, weil er nämlich Pflichtverteidiger ist, dazu gezwungen oder dazu verpflichtet, einen Schwarzen zu verteidigen, der angeblich eine weiße Frau vergewaltigt haben soll. Und Atticus ist ziemlich vorurteilsfrei und setzt sich halt für seinen Mandanten ein, was ihm allerdings sehr, sehr, sehr viel negative Kritik einbringt und nicht nur ihn belastet das, sondern seine Kinder und Familie wird auch direkt angegriffen. Auf Platz Nummer 5 haben wir die Herr der Ringe Trilogie. Mir ist gerade nicht so bewusst, welcher Film jetzt da einen Preis abgeräumt hat oder nominiert war. Aber die Filme sind ja allesamt gut. Wie es bekannt ist, von J.R.R. Tolkien geschrieben, handelt es von der Reise des Hobbits Frodo zum Schicksalsberg, um den einen Ring zu verbrennen, der die Macht vom bösen Sauron beinhaltet. Auf Platz 4 befindet sich der Roman
No Country for Old Men, geschrieben von Cormac McCarthy, bekannt von dem Buch Die Straße. Als eine in Texas lebende Person auf den Schauplatz eines geplatzten Drogendeals trifft und dort einen Koffer voll Geld findet, den er mit nach Hause nimmt, entspinnt sich für ihn eine brisante Geschichte, da eine Gruppe das Geld zurückhaben will und auch die Gesetzeshüter scharf sind auf die Beute. Auf Platz Nummer 3, The Great Gatsby, der große Gatsby von Scott F. Fitzgerald. So heißt der Typ. In der große Gatsby geht es um verschiedene Personen in den 1920er Jahren, 1925, so ungefähr ist dieses Buch erschienen. Es geht eben um verschiedene Personen und deren Leben, aber im Vordergrund als Protagonist steht Jay Gatsby. Dieses Buch ist und deshalb so berühmt geworden, weil es eben diese Lebensart der 1920er Jahre eben so sehr perfekt gut darstellt und es ist bis heute insgesamt 4-mal verfilmt worden. Auf Platz Nummer 2 haben wir das Buch Rupien, Rupien, beziehungsweise als Filmtitel Slumdog Millionaire. Es geht um den Protagonisten, der an einer Quizshow teilnimmt und dieser hat aber sehr, sehr wenig Allgemeinwissen, kann aber durch seine Lebenserfahrung und das, was er so erlebt hat, eben komplett alle Fragen beantworten. Das Studio kann aber diese Milliarde Rupien eben nicht auszahlen und deswegen wird dem Jungen unterstellt, er hätte geschummelt und er wird auch gefoltert und eingesperrt. Der Film ist ein bisschen anders als das Buch. Ein paar Protagonisten wurden ausgetauscht oder beziehungsweise gar nicht genannt. Die Quizfragen sind zum Teil total anders und auch das, was der Protagonist eben erlebt hat. Nichtsdestoweniger hat dieser Film 2009 ganze 8 Oscars abgeräumt. Auf Platz Nummer 1. Ja, endlich. Und zwar befindet sich dort ein Film. Der keinen Oscar gewonnen hat? Der keinen Oscar gewonnen hat, der dort aber aus Prinzip gelandet ist. Ja, und wer die Oscars in diesem Jahr verfolgt hat, weiß vielleicht auch, um was oder wen es geht. Und zwar... um Gravity. Leo, hier dein verdienter Oscar für The Wolf of Wall Street. Ja, Mann. Ja, mit dem gleichnamigen Buch, ein Buch um einen Börsenmakler, der eben ganz, ganz klein angefangen hat, aus mittleren bis ärmlichen Verhältnissen kam und sich aber quasi durch seine Art und Weise und das ganze Börsenbusiness eben so hochgeschlafen hat, hochgearbeitet hat. Hochgeschummelt hat, dass er eben zu einer der einflussreichen und reichsten Männer geworden ist. Wir empfehlen jedenfalls, den Film sich anzuschauen. Er geht mega, mega lang, 3 Stunden. Ja, fast 3 Stunden. Ja, aber wer genug Sitzfleisch hat, das ist es absolut wert und Leonardo DiCaprio spielt in diesem Film einfach nur genial. Ja, und deswegen... Wartet auf die Drogenszene. Das ist die Autodrogenszene, das ist die allerbeste. Beste, ja. Ja. Also deswegen von uns... Platz Nummer 1. Und der Oscar. Ja, das war's schon mit unserem Video für dieses Mal, unser Top-Ten-Liste für dieses Mal. Wir sehen uns denn das nächste Mal wieder mit dem Lesemonat. Vielleicht schiebe ich auch noch ein Video dazwischen. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie ich Zeit habe und so weiter. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung dazu in den Kommentaren da lasst. Uns vielleicht auch neue Anregungen gibt für Top-Ten-Listen. Das wäre toll, denn langsam... Wir gehen uns die Ideen aus. Wir müssen mal so lange überlegen. So, mal kommen wir bei den besten Disney-Charakteren. Ja, aber wir wollen natürlich, wir wollen auch nicht so dieses, was sonst so diese Top 10 männlichen Buchcharaktere, das ist irgendwie... Top 10 Buchrezensenten. Platz 10 bis 1. Pauline Ellis. wie gesagt, das war's schon von diesem Mal. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Bye, bye. Bye.